betrachten wir erstmal den Reihenschwingkreis. Der Reihenschwingkreis hat die Impedanz R plus J Omega L minus 1 durch Omega C. Und wir stellen fest, dass der Betrag von Z, ja, das ist ja R Quadrat plus Omega L minus 1 durch Omega C zum Quadrat, dass das minimal wird, der Betrag von Z wird minimal, wenn genau diese Klammer hier verschwindet. Ja, okay? Also die Impedanz wird betragsmäßig minimal, wenn die Klammer verschwindet. Das Minimum von Z-Betrag genau dann, Komma, wenn Omega L, es gibt also eine ganz spezielle Frequenz, die nennen wir Omega R, gleich 1 durch Omega R mal C gilt. Ne? Und dann können wir das ausmultiplizieren, dann kriegen wir Omega R Quadrat mal L mal C ist gleich 1 und dann kriegen wir Omega R ist 1 durch Wurzel L mal C. Ne? So, und diese spezielle Kreisfrequenz, die heißt Resonanzfrequenz. Ja, warum heißt die Resonanzfrequenz? Nun, weil bei dieser speziellen Frequenz Z von Omega R rein reell wird, also gar keine komplexe Zahl mehr ist und damit gibt es auch keine Phasendrehung zwischen Strom und Spannung. Ja. Man sagt hierzu also, Strom und Spannung sind in Phasenresonanz. Ja, also Strom und Spannung sind in Phasenresonanz. Ja. Bei dieser speziellen Frequenz gibt es keine Phasenunterschiede zwischen Strom und Spannung. Ja. Sind die also in Phase und auch die Amplituden, ja, also die Amplitude der Gesamtspannung ist ja dann die Amplitude von Z mal der Amplitude vom Strom. Die sind ebenfalls maximal, ja, weil ja Z-Betrag minimal ist. Okay? Das bedeutet, das Verhältnis von U zu I bei Omega gleich Omega R, ja, wenn Z minimal wird, ja, dann bedeutet das, dass die Spannung, ja, an dieser Schaltung bei einem gegebenen Strom minimal wird oder dass der Strom bei einer gegebenen Spannung maximal wird. Ja, okay. Das ist also ein spezielles Verhältnis von Strom und Spannung bei diesen Schaltungen und man sagt dazu Amplitudenresonanz. Ja. Man hat Phasenresonanz, man hat keine Phasendrehung, ja, und man hat auch die Amplituden, das heißt die Maximalwerte von Strom und Spannung, die tauchen bei den gleichen Frequenzen auf, sind also nicht mehr gegeneinander verschoben. Das ist also das, was wir als Reihenschwingkreis bezeichnen. Ja. Z von Omega R ist nichts anderes als der Widerstand. Die Kapazität und die Induktivität kompensieren sich in ihrer Wirkung bei dieser speziellen Frequenz.